Es ist Freitagabend, kurz vor 18 Uhr. Anstatt sich ready fürs Wochenende zu machen, klebt Deutschlands Gen Z vor Bildschirm und wartet, bis es Punkt 6 ist. Es geht darum, die Webseite auf die Sekunde genau aufzurufen, sich durch den Shop zu klicken, das richtige Piece zu finden und dann schnell auschecken, bevor alles sold out geht. Wer zu spät kommt, geht leer aus. Egal ob bei Peso, 6pm oder Live Fast Die Young. Der Hype ist riesig. Das Spiel ist das gleiche. Früher kam die fresheste Streetwear immer aus den USA. Also woher kommt auf einmal der Erfolg von deutschen Labels wie Peso, 6pm und Live Fast Die Young? Warum sehen alle ein bisschen gleich aus? Und was haben Versandkataloge, eBay-Kleinanzeigen und Mario Götze damit zu tun? Wir spulen zurück in die 90er. Immer mehr Leute in Deutschland interessieren sich für Hip-Hop. Und die Fashion zieht natürlich mit. Die Youngins wollen Baggy Jeans, Oversized Tees und große Logos von Kalkani und Pille Pille, wie die Stars aus den USA. Aber an die meisten Ami-Brands kam man hierzulande gar nicht ran. Man hat sie im Fernsehen gesehen, man wollte sie haben, man hat aber keine Möglichkeit gehabt, irgendwie da ranzukommen. Konnte man das nicht online bestellen? Meine Eltern hätten mir das nie im Leben gekauft. Ich selber hatte keine Kohle, um mir das zu holen, deswegen war ich da einfach raus. Dafür gab es in Deutschland drei große Brands, die den USA-Style verkörpert haben. Homeboy war im Mainstream und auf Schulhöfen erfolgreich. Das süddeutsche Label Illmatic kam richtig gut in der noch kleinen Hip-Hop-Szene an. Und Irie Daily war ein bisschen mehr Reggae inspiriert. Und die gibt's sogar noch bis heute. Gibt's bis heute, aber kriegt keiner mehr mit, oder? Ich glaube, dass auch solche Brands wie die hier einen Weg zurückfinden können. Schon 1999 war die Werbestrategie klar. Man stattet Rapper aus und nutzt dann deren Reichweite und Coolness. Wie Irie Daily im Musikvideo von Mellowback. Und zack, zwei Monate später war der Sweater bei Frontline. Dem Versandhandel für deutsche Streetwear in den 90ern. Von MC gab's auch einen Mail-Order-Katalog. Und das gleiche, nur für Skater, war Titus. Die haben heute noch Stores in jeder Großstadt. Über Werbeanzeigen in Hip-Hop-Magazinen wie Backspin und Juice meldete man sich bei Frontline an und bekam dann alle drei Monate den neuesten Katalog zugesendet. So kamen die Klamotten aus den Großstädten zu jedem Dorfkind. Stell dir mal vor, das wäre heute noch so. Du lässt dir den Katalog schicken, füllst die Bestellkarte aus, überweist das Geld und dann kriegst du nur einen Brief zurück, wo steht, dass das T-Shirt, was du wolltest, schon ausverkauft ist. Hättest du mal vorher bei der Hotline angerufen. Aber der Hype hielt nicht ewig. Mit Streetwear-Ketten wie Snipes und Dirty Jerz waren Streetwear-Brands aus den USA Anfang der 2000er plötzlich viel leichter zu bekommen. Immer mehr Läden und Vertriebe verkauften importierte Ami-Styles in deutschen Kleinstädten. Aber langsam auch im Internet. Die wollten dir das auch zum Teil gar nicht verkaufen, weil die wollten eine ganz bestimmte Person das verkaufen. Früher bist du nicht rangekommen und jetzt kommst du an das Ganze ran, was halt wirklich das Leben ziemlich einfacher gemacht hat. Für die war das Piece so wertvoll, dass sie dachten so, nee, du bist nicht cool genug gefühlt, dass du das haben kannst. Wenn man sich aber Snipe heute anschaut, ist es nicht mehr das, was es leider früher war. Und parallel entwickelte deutscher Rap eine eigene Identität mit eigenem Style. Die Oldschool wurde von der neuen Generation mit neuen Brands abgelöst. Zu der Zeit von Agro Berlin hießen die Brands zum Beispiel plötzlich und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, checkt nochmal unsere Folge zu Carlo. Deutschrap hat dann plötzlich angefangen, auch die eigenen Leute hier in Deutschland auch mit eigenen Klamotten, eigenen Marken zu bringen. Ein guter Zeitpunkt für Deutschland, dass wir irgendwo sagen, wir können so in eigene Richtung gehen. Zu der neuen Generation gehört auch Thug Life. Und die Shirts mit dem Totenkopf hingen in den Kleiderschränken sämtlicher Rapper. Die Gründung von LFDY läutet 2012 eine neue Ära für deutsche Streetwear ein. Der Düsseldorfer Lorenz Arment bedruckt simple Oversize-T-Shirts in einer Hinterhofdruckerei und vertickt die dann über eBay Kleinanzeigen. Sein kleines Business läuft richtig gut. Live Fast Die Young lief am Anfang gar nicht gut. Er hat sich trotzdem durchgebissen, um erst in diesen Status zu kommen, wo es richtig gut lief. Und Live Fast Die Young kommt groß raus. Der Name soll die Essenz der Jugend einfangen. Und die Inspo kommt von James Dean. Auf jeden Fall der Blueprint für alles, was in den Jahren danach dann kam. Jeder hat ein LFDY getragen. Es gab nur Ami-Marken und du wolltest auch irgendwas haben, was dich auch ein bisschen repräsentiert. Das erste Mal in Deutschland, dass irgendjemand so einen Kult quasi ja schon aus seiner Garage rausgründet. Man freut sich dann auch für die mit. Die Designformel ist ganz simpel. Oversized Shirts, gedeckte Farben. Produziert in der Türkei und in Düsseldorf mit einem Firmenkürzel bedruckt.
verkauft sich von Anfang an gut. Aber der Durchbruch kommt dank den beiden hier. Mario Götze und Marco Reus. Die machen ein Selfie und LFDY geht viral. Fußballer, einfach deutsche Basketballspieler scheinbar, aber halt nur mit viel weniger Style. Richtig nice. Live Faster Young setzt aber nicht nur auf prominente Gesichter, sondern auch auf ein anderes Marketing-Tool, den Drop. Kennt man aus den USA. Damit die Nachfrage noch höher ist, damit es noch exklusiver ist. So ein Drop-Pass, wo Leute so Schlange stehen für Klamotten, hatten wir, glaube ich, davor in Deutschland nicht. Um dann im Nachgang bei den Leuten das Gefühl zu erzeugen, scheiße, ich habe jetzt einfach gerade was verpasst. Ich habe mir da noch direkt Wecker gestellt damals. Tag um 12 Uhr war das bei LFDY. Nike hat dort schon in den 80ern Jordans in begrenzter Stückzahl zu einem bestimmten Termin gelauncht. So wurden ewig lange Schlangen vor den Stores in der Sneaker-Szene zu einem ganz normalen Bild. Denn wer was vom Drop haben will, muss pünktlich da sein und lange, lange, lange warten. Und plötzlich hat man es geschafft, genau das hier ins Internet zu bringen. Man hat das so alles mitverfolgt. Ich glaube, das war so für mich der ausschlaggebende Grund. Dank Hype-Brands wie Supreme ist die Taktik heute allgegenwärtig. Und selbst die Hype-Fashion-Welt setzt auf Drops. Es ist Donnerstag, ich kauf mir Supreme. Es ist Donnerstag, ich kauf mir Supreme. Und genau so macht Lolo das bei LFDY auch. Kids campen bei Kollektion-Releases in 100 Meter Schlangen vor den Stores. Und online gibt's bei Drops 3000 bis 5000 Website-Besuche in der Sekunde. Dieser Hype um eine Sache hat manchmal es kaputt gemacht, dass man es normal tragen kann. Also das steigert irgendwo auch den Wert. Ich habe Sneaker, die ich bis heute nie getragen habe, weil ich mir denke so, dich mache ich heute nicht dreckig. Diesen Hype, den ihr jetzt hier im Video habt, den gibt's nicht mehr. Das war vor 3 Jahren so. Der Drops ist gelutscht. Auf Social Media postet LFDY Dropdatum und Uhrzeit, Countdown und Teaser-Video. So wird der Drop zum Event, auf das die ganze Community hinfiebert. Aus simplen Kleidungsstücken werden exklusive Pieces, die nur für eine kleine Gruppe verfügbar sind. Peso hat das Ganze, glaube ich, so zum Rollen gebracht und mit LFDY zusammen. Das Problem ist dabei, dann kauft man eigentlich gar nicht, was man wollte, sondern man kauft eigentlich nur wegen dem Hype. Ich glaube, was die Leute nicht verstehen ist, genau deswegen funktioniert es, weil Live Faster Young auf dem T-Shirt draufsteht und das in 30 verschiedenen Designs. Das ist ihre Marke, man trägt das genau deswegen. Wer koppen will, braucht nicht nur das nötige Kleingeld, sondern auch Insiderwissen. Und wenn es dann soweit ist, muss man blitzschnell sein. Um zum Kreis der Auserwählten zu gehören, nimmt man einiges auf sich. Schließlich gehören dazu auch Stars wie Tiger, The Game und Lil Yachty. Und selbstverständlich tauchen die LFDY-Schriftzüge auch in deutschen Musikvideos auf. Wenn Live Faster Young der Vater von deutscher Streetwear ist, dann ist Peso der Überperformer-Sohn. So BWL-Justus von deutscher Streetwear mäßig. Na, come on, das ist übertrieben. Wenn LFDY der Vater ist, dann ist Peso der Onkel. Ich glaube, das waren eher so große und kleine Brüder, die sich an die Hand genommen haben und sich gegenseitig unterstützt haben, einfach groß zu werden. Die haben trotzdem Ähnlichkeit und natürlich, die inspirieren sich auch irgendwo gegenseitig. Und wir sehen heute, es hat funktioniert. Der Name stimmt schon fast. Nicht Justus, sondern Justin. 2016 hat der YouTuber die Marke gegründet, die sich innerhalb weniger Jahre zu einer der wichtigsten Streetwear-Brands des Landes entwickelt hat. LFDY ist der Blueprint, Peso hat es perfektioniert und alles, was danach kam, ist in die Fußstapfen getreten. Er hat für alle den Weg geebnet, muss man ihnen zusprechen. Man hat ihn auf Insta verfolgt, auf YouTube, irgendwann hat er auch noch Twitch gemacht im Lockdown. Man kannte ihn gefühlt persönlich. Während Lolo sehr lange Zeit gebraucht hat, um seine Marke aufzubauen, hat Justin das verhältnismäßig in sehr wenig Zeit geschafft. Ich glaube, das liegt auch dran, weil er eine ganz andere Zielgruppe gehabt hat und ganz andere Werbemittel gehabt hat. Peso kam und 6PM in einen guten Zeitpunkt, wo es gut zu deren Work Ethic gepasst hat. Deshalb hat er, glaube ich, so eine herausragende Performance mit seiner Brand erreicht. Auf YouTube postet er zuerst Gaming-Videos, später dann auf einem anderen Kanal Fashion-Content. Ganz ursprünglich war es Grafikdesign und Kanal-Trailer bauen. Dann kam Gaming und dann kam Fashion, das muss man schon erwähnen hier auch. Er erschafft eine treue Community, aus der sich dann eine noch treuere Kundschaft entwickelt. Die Peso-Gang. Männlich im Alter von 16 bis 25 Jahren. Und wie Justin selber sagt, scheinbar Mode interessiert. Jedes Mal, wenn man Leute mit Peso gesehen hat, wusste man, alles klar, okay, man hat sich so, wie diese Busfahrer, sich immer so zuwinken. Anstatt, dass ich euch sage, wo ihr Klamotten findet, ich mache für euch Klamotten. Gaming-Videos machen und dann Streetwear, wie passt das zueinander? Die meisten großartigen Designer kommen ja eigentlich gar nicht so aus dem Fashion-Bereich. Ich fand auch immer alle, die dann Peso getragen haben, damals direkt sympathisch. Als Fashion-YouTuber gibt er sein Publikum mit Hauls- oder Reaction-Videos vor, was cool ist und was gar nicht geht.
Was Justin sagt, ist für seine Fans Modegesetz. Und auf die Peso Gang ist Verlass. Jeder Drop von Justins Kollektion geht innerhalb weniger Minuten sold out. 5 Minuten später alles ausverkauft. Und da ist noch ein Element der Dropkultur, das Justin auch komplett durchzieht. Künstliche Verknappung. Obwohl das Business dick läuft, werden die Kollektionen absichtlich nur in begrenzter Stückzahl veröffentlicht. Der Wert steigert sich automatisch dadurch. Andere haben es ja vorgemacht, das hat jetzt Justin nicht erfunden. Er hat auch teilweise Produktionszahlen veröffentlicht, hat es auch gezeigt und alles. Und ich glaube schon, dass das der Wahrheit entspricht. Dass die Drops allgemein trotzdem irgendwo limited waren, hat die Spannung auch immer sehr hoch gehalten. Tja, und wie kommt man aus der Nummer raus, wenn man trotzdem maximal abschöpfen will? Fängst halt an, noch Basics zu produzieren. Status Quo hat er heute erreicht, dass er sogar sagt, hey, wir wollen gar nicht mehr sold out gehen, wir produzieren so viel, dass wir auch Produkte auf Lager haben. Hat er probiert, hat auch nicht geklappt. Hauptsache ein Piece ergattern. Ob es ihnen wirklich gefällt, merken viele erst im Nachhinein. Und es funktioniert. Die Marke ist safe, mehr als ein YouTube-Merch-Ding. Sie gehören vermutlich zu den umsatzstärksten Deutschlands. So richtig spricht Justin selten über Zahlen. Aber beispielsweise am Black Friday 2019 verkauft Justin 30.000 Pullover zu je 69 Euro. Sind schon mal 2 Millionen Umsatz mit bloß einem Drop. Und dann kam plötzlich 6PM, 2016 gegründet, 2019 das erste Mal sold out und 2022 eine Pop-Up-Tour durch ganz Deutschland. Der Stil ist den anderen Marken ähnlich, aber Gründer Ashraf hat das Ganze ein bisschen anders aufgezogen. Man kennt ihn schon länger, ob durch seinen Insta-Grind oder weil er dauernd mit Rappern rumhängt. Er macht eine Kollektion mit Producer OZ. Onimo Rock 6PM Season schon seit 2019, Kalim zieht nach und Luciano macht mit Ashraf sogar einen Loco Juice. Und mittlerweile sieht man die Klamotten auch an US-Rappern. Mios machen dabei Pink, tragen so wie Ashraf. Du hast auf der einen Seite Lolo, dann hast du einen Justin und Ashraf ist so eine Mischung aus beiden. Man ist auf jeden Fall nicht dran vorbeigekommen an 6PM. Er nutzt beide Kanäle, Rapper, Social Media, so alles vereint. Ashraf ist mehr Richtung Culture gegangen, so Hip-Hop-Culture. Gute Figur, mit der man sich identifizieren kann, wenn man in seinen Teenjahren ist und wo man so hochschaut und denkt, geil, das ist eine Erfolgsgeschichte. Und auf der anderen Seite das richtige Backend. Der eine hängt mit Rappern ab, der eine macht YouTube-Videos, der andere promotet seine Produkte bei Rappern, ist aber hier ein Riesenkonzern und alles, das ist schon krass. 6PM ist komplett aus der Hip-Hop-Welt herausgewachsen und hat deshalb Credibility. Dass diese Kombo von Rap und Fashion funktioniert, beweist auch Ravani. Als vor ein paar Jahren gefühlt jede Woche ein krasser Newcomer aus Berlin auf die Bildfläche kam, war die Brand überall dabei. Streetwear-Brands kriegen einfach noch einen Ticken mehr Status, wenn sie sich klar zu einer Region und Bubble bekennen. Wie Supreme und New York oder Salam Inc. vor 20 Jahren im Ruhrpott aber. Eine Storyline kann sehr viel dazu beitragen, dass zumindest erstmal ein paar Leute aus deiner Area das feiern. Dann kannst du, wenn du aus scheiß Zauche kommst, dir trotzdem so ein T-Shirt kaufen und hast das Gefühl, du kaufst jetzt so ein Stück Berliner Kultur. Wenn so eine Untergrundmarke plötzlich so nach vorne tritt, weil sie eben Rapper nach außen tragen, ist die Frage, ist es dann noch Untergrund? Die Berliner New Wave und Ravani sind verschmolzen und auf dem Underdog-Film. Ihr wisst ja. Ich hab Ravani und Ketten aus Gold. Ashraf hat die Kette sogar iced out. Und dazu unendliche Insta-Kommentare aus ganz Deutschland. Ashraf, bitte gönn Code. Das liest man unter jedem seiner Posts. Aber was heißt das überhaupt? Ashraf hat sich da was überlegt. Treuen Kunden schickt er Codes, mit denen man bereits vorab Zugang zu seiner neuesten Kollektion erhält. In den Kommentarspalten entsteht ein richtiger Fight um Ashras Aufmerksamkeit und die Chance, einen Code zu erhalten. Das steigert natürlich den Reiz und befeuert den Hype. Teilweise hast du dann wirklich 40-jährige, 50-jährige Väter gesehen, die dann bei Ashraf wirklich dann fragen, sagen, hast du mir einen Code? Irgendwelche Brands müssen Millionen in die Hand nehmen, um einen Bruchteil von dem scheiß Engagement auf Instagram zu bekommen. Man hofft, dass man da irgendwie noch so eine persönliche Connection hat mit dem Designer. Du kriegst einfach nur Early Access. Das heißt, du kannst vor allen anderen auf den Shop und dir da was kaufen. Und dann gab es mal auch die Theorie, dass diese Codes eigentlich an jeden geschickt wurden, aber keiner es wusste, weil es über Nachrichten stattfand. Und wenn dann am Ende 150 so handeln, 10 Minuten vorher im Shop sind und schon mal ein paar Sachen kaufen, dafür habe ich Marketing des Grauens einfach. In einem Interview erklärt Ashraf, dass er komplett auf klassisches Marketing verzichtet. Alles läuft über seine Person, alles über Insta. Und bislang funktioniert's.
Ashraf ist 6PM und 6PM ist Ashraf. Ich glaube, man braucht auch heutzutage klassisches Marketing als Streetwear-Brand gar nicht mehr. Die meisten schauen ja eher auf Instagram, YouTube oder TikTok. Während seiner Pop-Up-Tour letzten Sommer wirkt er wie ein Superstar, immer umringt von Jugendlichen. Selfies machen, Autogramme geben, ein Fan sagt, Ashraf ist wie Ronaldo, nur eben in einer anderen Szene. CR7PM. Für die Fans sind Justin und Ashraf Vorbilder. Sie haben das erreicht, wovon viele träumen. Aber da steckt Risiko drin. Wenn das Gesicht wegfällt, war es das im Zweifel auch mit der Marke. Das ist bei klassischen Brands natürlich anders. Bei Gucci oder Louis V hat der Chefdesigner zwar großen Einfluss, aber Traditionsmarken überleben es auch, wenn das Personal mal wechselt. Macht er was Falsches, leidet die ganze Marke drunter. Hat Vor- und Nachteile alles. Dass eine Marke ohne deren Gesicht nicht funktioniert, finde ich ein bisschen dahergeholt. Ein normaler Mensch, der einfach irgendwann leere Akkus hat und sagt, Peace, Freunde, ich bin raus, und dann ist die Marke halt auch tot. Aber kann man ja dann schnell genug noch an Zalando oder so verklingeln und sich da nochmal seinen Cut rausholen. Die Streetwear-Brands reagieren sehr schnell. Die großen Fashion-Brands reagieren ganz oft zu spät. Die deutsche Streetwear-Szene bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen Fashion und Influencer-Merchandise. Genau das merkt man leider bei den ganzen Fashion-Brands von deutschen Rappern. Fans kaufen die Klamotten. In angesagten Boutiquen findet man sie eher nicht. Und jetzt hol dir mal ein paar Tanktops bei DevShop. Mit Deus Maximus reißt du Granaten auf wie Sprengstoff. Ey, und ganz ehrlich, in den Designs steckt oft auch nicht so krass viel Kreativität. Ist halt eher Merch als Mode. Damit kann es schwer werden, sich langfristig zu etablieren. Geht den meisten aber vermutlich eh mehr um das finanzielle Standbein als um Liebe für Fashion. Es geht um Cash, so keine Frage. Du kannst schon Bock auf Kohle haben und trotzdem hier mit einer Modemarke einen Traum erfüllen. Es gibt ein paar gute Beispiele, aber es gibt auch sehr oft Beispiele, die vielleicht sich dachten, okay, wir sehen, wie Streetwear funktioniert. Das heißt, bei uns muss es auch funktionieren. Wenn du als Influencer Kohle verdienen willst, dann ist Fashion mit der größte Kopfhick, den du dir geben kannst. So ein bisschen muss man sagen, muss man sich beschäftigen mit Fashion und Streetwear, um was Cooles rauszubringen. Man merkt auf jeden Fall, okay, das kommt aus der Musikszene und Peso kommt so aus der Fashion-Szene. Selbst die Designs von LFDY, Peso, 6PM und anderen deutschen Streetwear-Brands sind manchmal relativ ähnlich. Wie schon gesagt, Boxy-T-Shirt mit Logo oder Schriftzug auf der Brust. Mal ganz abgesehen von all den Brands, die deren Style wieder kopieren. Erst kam die Kopie, dann die Kopie der Kopie. Deutsche Fashion und Deutschrap haben genau denselben Approach an Kreativität. Wir gucken, was geht in Frankreich, was geht in UK, was geht in den Staaten. Und wir nehmen uns das, was uns davon gefällt, und setzen das hier in Deutschland um. Da Streetwear aus Hip-Hop kommt, was ist denn schon eine Kopie? Jeder Song wird gesampelt, also dann wird auch manchmal T-Shirts werden gesampelt, von daher. Du kannst es ein bisschen mehr oversized machen, du kannst es weniger oversized machen, das ist so ein bisschen Möglichkeit an Individualität. Ansonsten geht es darum, was du drauf klatscht. Der Grad zwischen Kopie und Inspiration ist immer sehr schmal. Es ist immer eine Kopie von der Kopie. Wer die bessere Kopie macht, gewinnt das vielleicht auch. Aber Verknappung, Drop-Taktik und Personenkult funktionieren. Und die junge Kundschaft hält Basic-Print-Shirts für absolute Fashion-Must-Haves. Und selbst bei diesen simplen Designs suchen sich die Brands richtig Inspo. Immer wieder gibt's Anschuldigungen. Justin klaut bei Agnes Studios, bei Root, bei Louis V. Irgendwie auch klar, dass nicht jeder diesen Grind feiert. Und ich bin reich, Kanake, nein, wir tragen kein Peso. Und bring Scheiß auf dein Peso-Shirt. Ich trag Peso-Klamotten wie Rotlichtbarten und mein dabei nicht Justins Modemarke. Wenn du von Rappern mit deiner Modemarke gedisst wirst, hast du es geschafft. Das ist kostenlose Werbung so. Um fair zu sein, die Möglichkeiten bei solchen Designs sind halt limitiert. Irgendwann hat jeder sein 3D-Stitching auf den gleichen Hoodie gebracht. Man kann das Rad nicht neu erfinden, ne? Aber es gibt ja noch eine große Individualität an Logos und Namen, die man draufstecken kann. Also das wird, glaube ich, nächsten 30 Jahre auch keine Hände haben. Du kannst alles nehmen und weiterführen, aber du musst, um das weiterzuführen, halt nochmal einen Beitrag da reingeben. Scheinbar limitierte Pieces sind dann wohl doch nicht so limitiert, wenn es das gleiche Kleidungsstück in jeder Kollektion in abgewandelter Form gibt. So richtig Fortschritt und Veränderung kann es da einfach nicht geben. Supreme hat erst dann aufgehört mit den Box-Logo-Tees, als die Leute die Box-Logo-Tees nicht mehr kaufen wollten. Alle sagen, ey, überall Peso-Logo, mach mal was anderes. Der ist kein Haute Couture, was soll er denn machen? Es ist Streetwear. Ich glaube, die Community muss irgendwie sagen, okay, es reicht. Wir wollen Veränderungen, wir wollen coolere Designs.
damit die Brands sagen, okay, wir gehen mit. Der kann jetzt nicht anfangen, Skinny Jeans mit 30 Reißverschlüssen zu machen. Das passt auch nicht zur DNA. Dann kauf's halt nicht. Die Gefahr dieser Marken ist einfach, dass der Style irgendwann auserzählt ist. Und dann gibt es keine lange Historie und Tradition, auf die das Designteam zurückgreifen kann. Das erklärt vielleicht auch, wieso diese große Welle von deutscher Streetwear langsam abzuschwellen scheint. Die junge Zielgruppe von vor ein paar Jahren wird langsam erwachsen. Das machst du mit 15, 16, 17, wenn du noch so Idole hast. Aber wenn du nicht hängen geblieben bist und Mitte 20, dann hast du ja auch einen eigenen Charakter und hast nicht mehr so diese krasse Beziehung zu irgendwelchen Vorbildern oder Stars. Und insbesondere Trends wie Archiv, DIY, Gorpcore und Tech machen wieder mehr Mut zur Individualität. Ist ja auch eine Art und Weise, sich auszudrücken. Und auch immer ein Stück nerdiger. Aber durch den Hype haben sich die Marken trotzdem weiterentwickelt. Sie haben bessere Qualität, krasser produziertes Marketing und professionelle Logistik. Die Köpfe hinter den Brands sind nicht nur Designer, sondern vor allem auch heftige Unternehmer. Und dafür soll man ihnen auch trotz der Kritik vorhin auch Props geben. Allgemein, dass es nicht mehr heißt, du hast es studiert oder du hast es gelernt, dass das auch heißt, dass du es machen kannst, das haben viele gemerkt und sich so dann angeeignet. Ob das jetzt der ehrbare Weg ist, wo man die Hände klatscht am Rand und sagt, Alter, es ist geil und ihr habt hier einen kulturellen Beitrag geleistet, steht jedem selber offen. Unternehmerisch auf jeden Fall sehr, sehr krass. So ist Ashrafs About You Award for Business absolut verdient. Und auch major Respekt an Justin, der aus dem YouTube-Kanal mit One-Man-Show und ohne Investoren das Peso-Imperium aufgebaut hat. Möglicherweise sind sie gerade deswegen solche Vorbilder für die Jugend auf der Suche nach Selbstverwirklichung. Aus kleinen Businesses wurden smarte Marketing-Moves und ernstzunehmende Modeunternehmen. Was denkt ihr? Können Brands wie Peso, LFDY und 6PM auch langfristig die Hypewelle reiten? Oder wird es wie bei Illmatic? Und in ein paar Jahren erinnert sich noch kaum einer dran. Hopefully not! Wir reden hier über deutsche Kultur. Und deutsche Kultur beruht auf Sicherheit. Natürlich existieren sehr, sehr viele Streetwear-Brands, aber einige, zum Beispiel Trendvision, sagt, okay, Gorpcore ist genau mein Film, ich will das mit Streetwear kombinieren. Wir könnten jetzt einfach auch sagen, okay, wir fangen jetzt an und machen ein bisschen mehr so Outdoor und Gorp-Kram, machen so eine langsame Transition, weil wir sowieso die letzten Jahre nur Trends bedient haben, dann bedienen wir jetzt auch einfach die Trends. Warum willst du ein System verändern, was funktioniert? Never change a running system. Stay tuned! Schreibt mal in die Kommentare, welches Thema wir als nächstes machen sollen. Aber nicht Rap in China, da gibt's nämlich schon ein gutes Video von unseren Homies Atlas, verlinken wir euch hier.